Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit Arezu. Ich bin Arezu und wir, was mussten wir machen? Ich konnte ja beim letzten Mal wirklich nur die eine Folge aufnehmen. Wir wollen gerade Darth Usa davon überzeugen, dass wir der Beste aller Schüler sind, ne? Wer ist das? Kay Orgwin. Reden wir mal mit dem. Oh. Hallo. Ich wüsste nicht, euch hier schon mal gesehen zu haben. Mein Name ist Cal. Cal Elkwin. Stimmt was nicht oder ich muss gehen? Was nehmen wir da? Okay, ich wollte mit ihm reden, also fragen wir ihn, ob irgendwas nicht stimmt. Ich? Oh, nichts. Nee, das ist mir zu viel. Gut, wie du meinst. Na, viel Glück noch bei eurer Ausbildung. Ja, danke. Oh, eine Kiste, die sogar offen ist. Sis Killerpistole, schwerer Repetierblaster und Sis Präzisionsgewehr. Okay, geht. Kann man nehmen. Muss man ja auch nicht unbedingt liegen lassen. Moment mal, ist die Kiste auch offen? Nein. Schade. Wo müssen wir lang? Gehen wir hier lang. Hier geht's natürlich. Oh! Usa Wins Kammer. Verdammt! Zu! Wer macht denn sowas? Sis-Student. Mit dem will ich nicht reden. Ach Gott, es gibt hier so viele Abzweigungen. Da ist der Mekelfritze. Den reden wir nicht. Den mag ich nicht. Ohne Kill. Mah. Zu. Verdammt. Ich habe irgendwie so gar nichts zu tun gerade. Leschow. Reden wir mit Leschow? Allerdings müsste ich dann der Gleichberechtigung halber auch mit Omeke wieder reden. Schardan. Wer bist du? Oh oh. Ist das nicht der Spinner aus der Kolonie? Hallo Spinner. Spinner? Kenne ich den? Wer bist du? Ich bin Shardan. Merk dir den Namen. Du kannst dich bei mir bedanken, wenn du hier rausfliegst. Und warum sollte ich mich dafür bedanken? Willst du Ärger machen, oder was? Und mich mit dir duellieren? Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu kämpfen. Aber früher oder später treffen wir uns wieder. Und dann stelle ich dir mein Laserschwert vor. Das ist offenbar einer der Verrückten, die ihre Waffen benennen. Ich habe meinem Bogen auch einen Namen gegeben. Gut, wir haben mit einem Konkurrenten gesprochen, dann reden wir auch mit den anderen. Ihr? Euch kenne ich doch noch aus der Kolonie. Ihr habt es in die Akademie geschafft? Kann ich gar nicht glauben. Glaub's ruhig. Ich könnte sie zu einem Duell herausfordern? Nein. Du willst auch zu einer Sis werden? Na, habt ihr das auch schon herausgefunden? Und wie es der Zufall will, weiß ich einen todsicheren Weg, wie ich in unserem kleinen Wettbewerb an euch vorbeiziehen kann. Ihr habt nicht die geringste Chance. Mich stört das jetzt schon seit einigen Folgen. Die Sprecher hier bei Knights of the Old Republic haben selbst öfter mal dieses Knistern bzw. Übersteuern drin. Das liegt jetzt nicht an mir, sondern das ist wirklich vom Spiel so. Ich dachte, ich erwähne es mal. Was denn für eine Möglichkeit? Ich habe ein Artefakt gefunden, das Usa mehr beeindrucken wird als alles andere, was ihr so anschleppen könnt. Ich werde gewinnen. Was genau ist das? Ja, warum hast du es noch nicht Uta gebracht? Ich habe es noch nicht. Aber ich bekomme es, wenn ich gut und bereit bin. Hä, bist du nicht. Wo ist denn das Artefakt? Als ob ich euch das auf die Nase binden würde. Damit ihr es mir stehlen könnt, ja? Ganz genau. Es ist bewacht, ne? Und wenn es so wäre? Ich werde es bekommen, auf jeden Fall. Nur aus dem Kampf erwächst das Gute. Das ist das alte Sith-Motto. Mehr oder weniger. Vielleicht könnte ich euch helfen. Nee, du lügst. Du hast doch gar nichts. Na, wenn ihr meint. Ich freue mich schon auf euer dummes Gesicht, wenn ich gewinne. Hoppala. Gut, und jetzt müssen wir wohl oder übel mit Mekel reden. Hallo Mekel. Du hast dir ein schlechtes Jahr ausgesucht, ein Sith zu werden. In diesem Jahr bin ich dran. Das klingt so, als würde nur einer pro Jahr durchkommen.
Ich erinnere mich an euch. Ihr seid der Mekelfritze, ne? Genau. Eigentlich kannst du gleich wieder verschwinden. Es wird dieses Jahr nur einen neuen Sith geben. Mich. Willst du alle anderen Bewerber töten, oder was? Damit schadest du den Sith, du Depp. Warum bist du dir da so sicher? Meinst du, das verrate ich dir? Tropft mein Hirn etwa aus der Nase, oder was? Kann ich bei der Grafik nicht sagen, aber ich schätze schon. Der sieht ein bisschen aus wie Syla aus der Serie Heroes. Du könntest mir doch zumindest einen Tipp geben. Das könnte ich, aber warum sollte ich? Wir sehen uns, Dummkopf. Nee, von hier aus nicht mehr. Nur von der Seite. Naja, ganz, ganz wenig. Also einigermaßen. Ah, da ist der Hauptraum. Ich sehe ihn auf der Karte. Hallo, Herr Lichtbringer. Sei gegrüßt, junger Mensch. Du hast noch viel zu tun. Dein Ansehen ist gering. Du musst dich beeilen, wenn du siegen willst. Will ich das denn? Na, fragen wir mal aus. Fragen wir erstmal zu seiner Person aus. Was kannst du mir denn über dich selbst erzählen, Lichtbringer? Du willst mehr über mich erfahren, ja. Warum sollte ich deine Neugier befriedigen? Denkst du, wir könnten Freunde sein? Ich habe meine Macht viele Jahre lang vergrößert, bis ich meinen Vorgänger vertreiben und die Akademie übernehmen konnte. Wenn du klug bist, folgst du meinem Beispiel. Es gibt nichts, was du noch wissen musst. Frage nicht mehr, junger Freund. Wie erlange ich denn Prestige? Moment mal, der hat ihn vertrieben. Ist das jetzt so eine Zensur wie bei Naruto damals? Um hier weiterzukommen, musst du mich besiegen. Das wird dann die ganze Folge über gesagt und eigentlich meinen sie töten. Naja, egal. Wie erlange ich Prestige? Oh, es ist so einfach, wie ich sagte. Vollbringe große Taten oder bringe mir ein besonders wertvolles Artefakt aus dem Tal der dunklen Lords. Bemerkung. Wir könnten die Bewohner dieses Gebäudes atomisieren. Wäre das nicht beeindruckend? Guter Punkt. Suche Yusera und frage sie, was zu tun ist. Immerhin ist sie deine Lehrerin, nicht wahr? Genau, das ist nicht wahr. Wir könnten sie jetzt mal verpetzen, ne? Machen wir. Ich möchte dir was über Yusera erzählen, Lichtbringer. Oh. Was hat meine Schülerin jetzt vor? Sie möchte euch bei der letzten Herausforderung töten. Kriege ich jetzt Prestige? Ah ja. Es ist gut, dass du mit dieser Information zu mir kommst, junger Mensch. Welche Ironie, dass Yusera gegen mich konspiriert. Ich beobachte ihren wachsenden Ehrgeiz schon seit einiger Zeit. Ich hatte mich bereits entschlossen, sie zu entfernen. Normalerweise tritt der Student, der das größte Ansehen erworben hat, zur letzten Prüfung an. Gegen einen anderen Studenten. Heute wird Yusera kämpfen. Sie weiß es nur noch nicht. Vielleicht wirst du ihr Gegner sein. Ja, vielleicht. Du kannst deinen Teil dazu beitragen. Gib das hier Adrenas. Er wird ihr Badewasser vergiften. Du findest Adrenas in der Bibliothek. Das Gift wird Yusera schwächen. Du kannst sie in der Prüfung also mühelos töten. Bin ich nicht großzügig? Für deinen Verrat an deiner törichten Lehrerin verdienst du großes Ansehen, junger Freund. Geh jetzt. Noch kann ich dich nicht zum Sieger erklären. Beeindrucke mich. Und nun lass mich bitte arbeiten. Arbeiten? Der sitzt hier den ganzen Tag rum und meditiert und bereitet sich darauf vor, in sehr, sehr beruhigender und einschläfernder Stimme zu sprechen. Wie erlange ich Prestige? Das haben wir ja schon. Ich kenne den Codex der Sith. Dann vollende meine Worte. Es gibt keinen Frieden, nur... Leidenschaft. Leidenschaft verleiht mir Stärke. Kraft verleiht mir. Nicht Kraft, Stärke, Mensch. Macht. Oder? Moment, nein, Kraft verleiht mir den Sieg, ne? Und durch Stärke erlange ich den Sieg. Ja, okay. Nein. Was? Nein, das ist falsch. Moment. Ja, sehr gut. Leidenschaft? Leidenschaft verleiht mir Stärke. Kraft. Ja, dann in diesem Fall Kraft verleiht mir Macht. Macht verleiht.
bereit, mir. Und jetzt haben wir den Sieg. Durch den Sieg zersprengen wir. Durch den Sieg zersprengen meine Ketten. Ach Gott, ich kann nicht reden. Nein. Nein. Was? Entschuldigung. Leidenschaft, ja, ist klar. Wo haben wir es denn? Durch. Ach so, ich habe mich hier. Ja, ich habe falsch geklickt. Verschwinden meine Ketten. Zerbersten meine Ketten. Sag ich doch. Die Macht wird mich befreien. Gut. Du hast den Codex der Sith tatsächlich gelernt. Doch es ist ein großer Unterschied, die Worte auszusprechen und sie zu verstehen. Richtig oder falsch? Ein Sieg um jeden Preis ist wünschenswert. Was? Nein! Natürlich. Falsch. Ein Sieg, der nicht deine Überlegenheit beweist, ist vergänglich. Leider scheinst du den Codex. Mal ehrlich. Gut, der Codex der Sith ist im Prinzip. Naja. Die Überlegenheit, die wird da zwar hoch gelobt, allerdings ist der Sieg trotzdem das, was einen befreit nach diesem Codex. Das ist immer das Problem. Wie mit jedem lyrischen Werk ist eben auch dieser Codex interpretierbar. Ich fasse den jetzt anders auf als er. Okay. So, darf ich nochmal? Vergiss unsere Abmachung. So. Leidenschaft verleiht mir Stärke. So. Macht verleiht mir. Also, Sieg durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So. Gut. Richtig? Das ist auch noch so ein Problem. Der Codex ist hier anders formuliert immer. Also es ist natürlich, wenn ich wo mitdenken würde, dann hätte ich überhaupt kein Problem. Mache ich aber nicht. Weil ich ganz ehrlich gerade aus irgendeinem Grund total nervös bin. Ja, okay. Ist auf jeden Fall nach deiner Ansicht falsch, Usa. Gut, gut. Ich werde dich nicht mehr prüfen. Du kennst den Codex. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Gut, bis dann. Sehr gut. Du hast mich beeindruckt. Ein guter Anfang. So gar nicht. Korriban ist wirklich ein toller Planet. Faszinierende Geschichten können hier erzählt werden zu dem Planeten. Ijata? Wer ist denn das? Ich dachte, die wären nur ganz nutzlose NPCs. Ich rede gleich mit dem. Das Problem ist, dass das Storywriting auf diesem Planeten nicht sonderlich gelungen ist. Die Sith kommen hier eben nicht gut rüber. Das ist aber auch keine schöne Epoche für die Sith. Die Sith sind hier einfach bloß ein chaotischer Haufen. Im Gegensatz zu Banes Orden dann später. Oder auch zu dem Orden vor Bane. Unter Lord Khan. Das war immer viel organisierter. Die hier wirken einfach bloß wie ein Haufen Trottel, die aus der Jedi-Akademie abgehauen sind. Und das ist wirklich schade. Ja. Außer jetzt solche Ikonen aus der Zeit wie zum Beispiel Darth Revan oder Darth Malak, die tatsächlich wichtig und auch mächtig waren. Gut, Hijata, wer bist du denn? Tut mir leid, ich bin in Eile. Mein Lehrer wartet. Da hat sich das Warten ja gelohnt. Nein, da komme ich her. Da gehe ich hin. Da gehe ich nicht hin. Da geht's nicht lang. Dann gehe ich hier lang. Und wo komme ich hier hin? Auf jeden Fall ist der Gang lang. Er schreckt mich doch nicht so. Oh, Kissen. Passt mal ein bisschen auf, ich muss hier ran. Guter Sonnenschlag. Kann ich die Wumpskämpfe machen vielleicht? Fischbedenken. Tagira und Adrenas, das ist der, dem ich das Gift geben soll. Achuta. Oder seid ihr grün, Student? Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Ihr gehört zu den Hoffnungsvollen, die es zu Ruhm und Ansehen bringen wollen, nicht wahr? Ich fürchte, ich werde euch wohl kaum helfen können.
Entschuldigung, ich finde es gerade so irritierend, dass wir tatsächlich auf einen Mensch getroffen sind, der hier Hutte spricht. Ihr solltet besser mit einem Studenten oder Ausbilder sprechen. Wie kommt es, dass kein Basic spricht? Ja, das irritiert mich hier nämlich auch gerade. Zusammen mit den Lichtschwertern im Hintergrund. Schlechter Ort, um zu reden. Basic ist die Sprache der Republik, aber ich komme von einer Welt an der Grenze des republikanischen Raums. Dort spricht man eher Twi'lek, die Sprache der interstellaren Händler. Das ist doch Unsinn. Du sprichst Huttisch. Das höre ich doch. Ich spreche eure Sprache, aber ich habe einen ausgeprägten Akzent. Einige an der Akademie können mich deswegen auslachen und ich will mich nicht lächerlich machen. Hier sind viele Menschen, die von Welten außerhalb des republikanischen Raums stammen. Wir scheinen den CIS aufgeschlossener gegenüber zu stehen. Einige trainieren sogar an der Akademie, ich aber nicht. Lars und Lisa haben mir dieses Startup mit euch gegeben. Warte, darf ich mal kurz sehen? Ah, ja, verstanden. Natürlich tue ich alles, was Master Usa verlangt. Danke, dass ihr mir das gebracht habt. Da hatte ich eben schon wieder das Problem mit den verschiedenen Stimmen. Jetzt wollte ich eine total überschwängliche Stimmung machen, aber ich kann keine überschwänglichen Stimmen. Generell sollte ich das mal lernen. Dazu gibt es bestimmt Lernanleitungen im Internet irgendwo. Kariga, wer bist du? Seid gegrüßt, Mitstudent. Achso, nee, andere Stimme. Plant ihr in das Tal der dunklen Lord zu gehen? Ich werde bald selbst dorthin aufbrechen. Wer seid ihr denn nun schon wieder? Man nennt mich Tariga und ich studiere hier in der Akademie. Es ist mir eine Freude, den Auftrag den Auftrag erhalten zu haben, den Ruinen der Sith zu studieren, ihre Fertigkeit, Vergangenheit zu erkunden und neue Relikte zu entdecken. Entschuldigung, ich kann auch gerade nicht lesen. Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht lesen, ich kann gar nichts. Tut mir leid. Ich sollte eigentlich gar keine Videos machen. Nee, das Problem ist, ich bin ganz schlecht im Vorlesen, immer noch. Sollte ich öfter mal üben? Ich kann ohne Probleme ganz schnell lesen. Das Problem ist, ich lese und bin schnell durch. Wenn ich vorlese, dann lese ich gar nicht wirklich mit. Ich sende das Signal direkt an den Mund und lese es danach nochmal parallel mit. Das ist ein merkwürdiges Gefühl und sorgt eben dafür, dass ich mich dauernd verspreche. Tut mir leid. Ihr seid ein Mensch, aber ihr redet Huttisch, nicht wie ein Twi'lek. Ich komme von einem Planeten im Outer Rim. Wir gehörten nicht zur Republik, also haben wir auch nicht ihre Sprache erlernt. Ich verstehe Basic, spreche es aber selbst nur gebrochen. Ich spreche Huttisch, fließend. Warum sollte ich also Basic sprechen? Huttisch ist fast so weit verbreitet wie Basic und niemand macht sich über meinen Akzent lustig. Ich schon. Wenn du nämlich Twi'lek sprichst wie Huttisch, dann ist das ein extrem heftiger Akzent. Ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich dürfte wohl nicht in den Ruinen im Tal der dunklen Lords arbeiten, wenn ich in einer fremden Sprache herumstottern würde. Ja, es macht einen viel besseren Eindruck, wenn du einfach eine ganz andere Sprache sprichst. Aber muss ich dir zustimmen. Was kannst du mir denn über das Tal erzählen? Bisher haben wir 4 Grabmäler freigelegt. In jedem dieser Grabmäler befindet sich die Überreste eines Sith-Lords. Sie stammen aus einer Zeit, als die Sith erstmals nach Korriban kamen. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass es größere unterirdische Bauwerke gibt. Eine richtige uralte Festung. Doch offenbar wurde sie zerstört. Die Grabmäler sind alles, was noch verblieben ist. Momentan ist nur der Zugang zu 3 Grabmälern gestattet. Zu dem Grabmal ganz links haben nur Master Usa und jene in seiner Begleitung Zutritt. Glücklicherweise gibt es hier noch viel für uns zu entdecken. Es freut mich, dass ihr euch uns angeschlossen habt. Wie komme ich denn ins Tal? Der Ausgang am Ende dieser Halle wird euch zurück an die Oberfläche bringen. Dort folgt ihr einfach den Weg durch die Felsen und kommt so ins Tal. Bei der Ausgrabungsstätte im Süden des Tals arbeiten zahlreiche Sith. Wenn ihr Richtung Norden geht, wo die seltsamen Säulen stehen, hütet euch vor den Tuk'ata. Was sind die Tuk'ata? Es handelt sich hier um Bestien, die keine Skrupel haben, Studenten oder sogar bewaffnete Patrouillen anzugreifen. Sie behindern unsere Fortschritte sehr.
Mehrere Versuche wurden unternommen, ihre Nester in den Grabmälern zu zerstören, aber sie sind zu zahlreich. Und wenn ich so impulsiv versuche zu sprechen, dann trocknet meine Kehle aus. Ganz, ganz schlimm. Ich sollte über sowas nicht reden. Das stört das Let's Play. Gut, dann muss ich gehen. Bis dann. Ich wünsche euch noch viel Glück mit Studenten. Ich habe übrigens eine Theorie zu. Ich vermute, dass die nachträglich einfach reingeschrieben wurden. Also keine Zeit mehr hatten, die ganzen Aufnahmen für die Stimme zu machen. Noch ein hoffnungsvoller Anwärter. Ihr wollt sicher wissen, wie ihr euer Ansehen vergrößern könnt. Nee, geht schon. Wer bist du denn? Wer werde ich wohl sein? Einer der Ausbilder natürlich. Also passt auf, was ihr sagt, Anwärter. Solltet ihr die letzte Prüfung ablegen, bin ich einer der Prüfer. Aha, was ist denn der letzte Test? Oh ja, ihr sammelt Ansehen, damit ihr die letzte Prüfung ablegen könnt. Hier wird euch nichts geschenkt. Verlasst euch drauf. Ich muss gehen. Möge die Macht mit euch sein. Ja, danke. Nehme ich. Gut. Ach Mann, die sind so verdammt laut. Ich habe jetzt kürzlich meine Kopfhörer ausgetauscht, deswegen habe ich keine direkte Soundkontrolle mehr an denen. Damit ihr noch den Sound hören könnt, ohne dass ich ihn vorher verstärken muss, muss ich jetzt also den Sound viel zu laut hören. Wen haben wir da? Sith-Wache. Ignorieren wir. Wir gehen direkt nach... Achso, nee, da geht's wieder in die Stadt. Also, beziehungsweise zum Raumhafen. Wo geht's denn da lang? Hier klingt's, als gäbe es Gewitter. Duellierzimmer. Befragungsraum. Das klingt nach spaßigen Zimmern. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Diese Folge beende ich jetzt aber mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich... hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es tut mir leid, dass ich so viel über das Sprechen gesprochen habe. Gehört nicht her. Generell, die Folge war irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, wir sehen uns. Lebt wohl. Hinterlasst Kommentare. Adios.